Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde und Gäste, ich begrüße euch zu unserer gesamten Versammlung heute hier am 24. September im Foyer des ERA Koks, bei dem ich mich gleich zu Beginn dafür bedanken möchte, dass ihr heute hier zu Gast sein könnt. Ganz besonders möchte ich den Oberbürgermeister der Stadt ERA, Dr. Norbert Vornehm, den stellvertretenden Landesvorsitzenden der Thüringer Linken, Jörg Kubicki, Vertreter der SPD, der Grünen, an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen. Und noch jemanden hätte ich heute hier gerne persönlich begrüßt. Aber aus familiären Gründen kann unsere Genossin Christiane Neulert heute leider nicht anwesend sein. Sie wird zum 1. Oktober in den Ruhestand treten. Deswegen möchte ich hier Worte der Anerkennung und des Dankes kurz einfügen. Bei der Bilanz über die vergangenen Jahre nimmt Ihre Arbeit, Christiane Neulert war seit 2001 Sozialdezernentin in ERA, einen ganz besonderen Platz ein. Mit Verantwortung und großer Energie hat sie sich im Sozialbereich auf dem Gebiet der Bildung, der Kultur, der Gesundheitsversorgung und des Sports mit ihrer gesamten Persönlichkeit für unsere Stadt eingesetzt. Bei sehr vielen Bürgerinnen und Bürgern in Vereinen und Verbänden, bei den freien Trägern hat sie sich bleibende Achtung und Anerkennung erworben. Sie hat uns insbesondere bei der Schärfung des sozialpolitischen Profils unserer Partei in Land- und Stadtverband tatkräftig unterstützt. Dafür möchte ich ihr heute im Namen von uns allen recht herzlich danken. Wir grüßen Christiane und wünschen ihr vor allem die Stabilisierung ihrer Gesundheit, auf ihrem Rat und ihr Mitwohnen müssen wir natürlich auch in Zukunft nicht verzichten. Liebe Genossinnen und Genossen, wir kommen jetzt zur Wahl der Versammlungsleitung für unsere heutige Gesamtmitgliederversammlung. Ich schlage euch dafür Ute Haushold, Fabi Neugebauer und Peter Jenert vor. Gibt es weitere Vorschläge für unsere Versammlungsleitung am heutigen Tag? Ich kann das nicht erkennen und deswegen lasse ich jetzt darüber abstimmen. Wer mit dieser vorgeschlagenen Zusammensetzung unserer Versammlungsleitung einverstanden ist, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Danke, das ist eine ganz große Mehrheit. Dann bedanke ich mich für das Vertrauen in diese Genossinnen und Genossen und ich bitte Sie nach vorne, um Ihres Amtes walten zu können. Danke. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin hoffentlich gut zu verstehen, ja. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben uns heute hier versammelt, um eine wichtige Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, die ganz viele in unserer Stadt interessiert, wie die Anwesenheit zahlreicher Gäste belegt. Die Mitgliederversammlung des Stadtverbandes der ERA Linken entscheidet heute die Frage, unterstützen wir als Linke 2012 erneut die OB-Kandidatur und somit die Wiederwahl von Dr. Norbert Vornehm oder nicht? Diese unsere Entscheidung hat Auswirkungen für den anstehenden Wahlkampf und den Wahlausgang und damit für die Stadt ERA und ihre Entwicklung. Und sie hat Auswirkungen für uns als Partei, die Linke, die in ERA die Interessen von rund einem Drittel der Wählerinnen und Wähler vertritt, wie die Wahlergebnisse ausweisen. Doch an vorderster Stelle ist für uns wichtig, mit welcher Entscheidung wir unser politisches Gewicht zum Vorteil für die Entwicklung unserer Stadt und damit zum Vorteil für unsere Einwohner einbringen können. Für die Linke ist gerade auch bei dieser wichtigsten politischen Entscheidung in diesem Jahr die eigene Programmatik und deren Umsetzung Dreh- und Angelpunkt. Deshalb möchte ich zum politischen Selbstverständnis unserer Partei kurz aus der Präambel unseres zukünftigen Parteiprogramms zitieren, welches in Monatsfrist auf dem Erfurter Parteitag beschlossen und per Mitgliederentscheid noch vor Jahresende legitimiert werden soll. Dort steht: Die Linke steht für Alternativen, für eine bessere Zukunft. Wir halten an dem Menschheitstraum fest, dass eine bessere Welt möglich ist. Wir sind und werden nicht wie jene Parteien, die sich devot den Wünschen der Wirtschaftsmächtigen unterwerfen und gerade deshalb kaum noch voneinander unterscheidbar sind. Wir verfolgen ein konkretes Ziel. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der kein Kind in Armut aufwachsen muss, in der alle Menschen in Frieden, Würde und sozialer Sicherheit leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse demokratisch gestalten können. Um dies zu erreichen, brauchen wir ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, den demokratischen Sozialismus. Und weiter, wir wollen dazu beitragen, dass aus passivem Unmut aktive Gegner wird. Wir wollen die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse verändern und ringen um eine andere Politik. Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit,
Internationalismus und Solidarität gehören zu unseren grundlegenden Werten. Sie sind untrennbar mit Frieden, Bewahrung der Natur und Emanzipation verbunden. Wir kämpfen für einen Systemwechsel, weil der Kapitalismus, der auf Ungleichheit, Ausbeutung, Expansion und Konkurrenz beruht, mit diesen Zielen unvereinbar ist. Soweit das Zitat aus der Präambel unseres zukünftigen Parteiprogramms. Und dabei verstehen wir den demokratischen Sozialismus als transformatorischen Prozess. Entscheidend ist dabei die Verteidigung der gegenwärtigen demokratischen Rechte und ihr Ausbau zu einer umfassenden Bürgerdemokratie, direkten Demokratie, in der auch Fragen der Finanzen, der Ausrichtung der Wirtschaft, des Verständnisses von Arbeit, der Entwicklung, des kulturellen Lebens und der Bildung, der Daseinsvorsorge, den ökologischen Herausforderungen sowie der Gestaltung von Staat und Verwaltung der unmittelbaren Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger unterworfen werden. Wir sehen hierin keine Abkehr von der repräsentativen Demokratie, sondern ihre notwendige und sinnvolle Ergänzung. Für diese Grundsätze, liebe Genossinnen und Genossen, für dieses Ringen um eine andere Politik, um andere gesellschaftliche Kräfteverhältnisse, stehen wir auch hier bei unseren Wählerinnen und Wählern in Gera in der Pflicht. Sozial, auch nach der Wahl. Das war unsere Zusage nach dem deutlichen Vertrauensbeweis, den wir im Superwahljahr 2009 hier in Gera erhielten. Und damit verbinden sich natürlich zuvorderst auch konkrete Erwartungen bei der Gestaltung der Kommunalpolitik, deren Erfüllung für die Vorbereitung neuer Wahlen und Wahlkämpfe direkte Auswirkungen hat. Denn unsere Glaubwürdigkeit können wir dabei nicht verspielen, denn bei dieser Glaubwürdigkeit geht es in jedem Wahlkampf und es geht darum auch im Kern bei jeder politischen Entscheidung. Was haben wir erreicht seit der OB-Wahl 2006? Was konnten wir überhaupt erreichen angesichts der von den Regierenden im Land und Bund organisierten andauernden Umverteilung der Lasten zu Ungunsten der kommunalen Selbstverwaltung? Wir waren im Januar 2006 hier an dieser Stelle gemeinsam mit der SPD und Bündnis 90 Die Grünen mit Dr. Norbert Vornehm in den Wahlkampf gezogen, weil wir erstens mehr Offenheit und Transparenz, zweitens eine konsequentere Einbeziehung der Bevölkerung in kommunale Entscheidungen und drittens eine kreative, die sozial am meisten benachteiligten Menschen nicht zusätzlich belastende Kommunalpolitik durchsetzen wollten. Mit Norbert Vornehm an der Spitze der Verwaltung wollten wir das vorhandene Potenzial unserer Stadt für die Lösung anstehender Zukunftsfragen positiv entwickeln. Dazu hatten wir damals noch als Linkspartei PDS auch konkrete Eckpunkte benannt. Schauen wir nun auf unsere Bilanz, auf das, was wir in den vergangenen Jahren gemeinsam erreicht haben, liebe Genossinnen und Genossen, kann uns dies in der Summe nicht zufriedenstellen. Wir sind trotz substanzieller Fortschritte den Erwartungen in einer Reihe von wichtigen Punkten nicht oder nur unvollständig gerecht geworden. Dabei geht es keinesfalls um eine Geringschätzung der vielen positiven Entwicklungen, die sich in Gera mit dem Oberbürgermeister Dr. Norbert Vornehm in den letzten Jahren vollzogen haben. Ich möchte hier ausdrücklich und zuvorderst sein deutlich wahrnehmbares Engagement gegen die rechtsextremistischen Kräfte in unserer Stadt nennen. In diesem Bereich hat es in Gera im Vergleich mit dem Agieren des abgewählten Vorgängers auch einen Quantensprung gegeben. Man darf eben nicht parteilos mit positionslos verwechseln. Unser Oberbürgermeister hat eine klare Position gegenüber den ewig gestrigen Undemokraten und ihrer menschenverachtenden Ideologie. Und dafür will ich dir, lieber Norbert, auch an dieser Stelle im Namen der Linken ausdrücklich danken. Die Durchsetzung einer eintrittsgeldfreien Nutzung des Hofwiesenparkes. Wir haben die Kassenhäuschen, die CDU dort geplant hat, nicht vergessen. Und den Beginn des Prozesses einer Bürgerbeteiligung in Haushaltsfragen will ich beispielhaft für die positiven Entwicklungen in unterschiedlichsten Bereichen nennen. Insgesamt ist es uns sicher auch gelungen, die Stadt Gera bekannter und damit interessanter zu machen. Dieser Marketingerfolg wird langsam durch Ansiedlungserfolge neuer und Investitionsentscheidungen bestehender Unternehmen bestätigt. Und auch das Schulbauprogramm, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, auch das Schulbau- und Schulsanierungsprogramm ist von der Systematik und Zielstellung her unser gemeinsamer Erfolg. Leider konnten wir dieses Programm nicht planmäßig umsetzen, weil sich unsere Stadt in einer Haushaltsnotlage befindet, die nicht hauptsächlich die Kommunalpolitik zu verantworten hat, wie uns manche immer wieder glauben machen wollen und schon gar nicht der Oberbürgermeister Dr. Norbert Vornehm seit 2006, sondern diejenigen, die seit Jahren in der Landes- und in der Bundesregierung dafür sorgen, dass die kommunalen Haushalte stranguliert werden.
Aber am Beispiel des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms will ich auf die ungenutzten Potenziale eingehen, die uns in der Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister in so manchen Punkten auf der Stelle treten lassen. Bei der Transparenz der Arbeit der Verwaltung und des Oberbürgermeisters, gerade auch im Zusammenspiel mit dem Stadtrat und der konsequenten Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern, können wir, ja, müssen wir unbedingt besser werden. Das betrifft auch die Umsetzung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms, wo die Stichwortgeber der anderen Seite noch immer fast ungestört ihre Halbwahrheiten unter die Leute streuen können. Da erklärt uns zum Beispiel die uns zum Überdruss bekannte CDU-Landrätin aus Greiz, sie hätten dort eine Stiftung zur Schulsanierung gegründet, die sich beim näheren Hinsehen als Stiftung für Sport und Kultur entpuppt, die mitnichten die Funktion erfüllt, Sparkassenausschüttungen direkt zu Schulinvestitionen zu machen. Dabei fragen sich in Gera alle, außer den Mitgliedern der CDU versteht sich, was denn die CDU-Landrätin veranlasst, sich so intensiv um die Schulinvestitionen unserer Stadt zu bemühen. Vielmehr wäre es doch ihr Engagement zum Beispiel beim Erhalt des einzigartigen Arboretums der ehemaligen Berufsschule des Landkreises in Liebspitz gefragt gewesen. Dieses Kleingut im Rang eines botanischen Gartens wurde mit der von Frau Schweinsburg verordneten Schulschließung ohne jegliche Perspektive sich selbst überlassen. Inzwischen haben die Gera Stadtwerke das Sponsoring der Energiekosten übernommen. Da wäre es doch mehr als angebracht gewesen, erstmal vor der eigenen Tür zu kehren, statt sich um den Nachbareingang zu bemühen. Frau Schweinsburg, die Gerainnen und Gera brauchen mehr Kooperation zum Vorteil der gesamten Region und weniger scheinheilige Ratschläge aus dem Landratsamt. Doch auch in Gera sprießen die Vorschläge zum Schulbauprogramm ins Korn. Da will uns noch immer die Vorsitzende der Wählervereinigung Arbeit für Gera glauben machen, wir könnten den Stadtwald verkaufen, um Schulen und Turnhallen zu sanieren. Ohne auch nur mal das Thüringer Waldgesetz zur Kenntnis zu nehmen. Für den Ausnahmefall, dass die Forstbehörden einen solchen Verkauf überhaupt zustimmen würden, darf der Erlös mitnichten einfach in den Stadthaushalt transferiert werden, sondern muss erneut dem Wald zugutekommen. Mal ganz abgesehen davon, dass der Verkauf von diesem Tafelsilber ein wirklich schlechtes Geschäft wäre. Für einen einmaligen Erlös statt beständiger Erträge durch Holzeinschlag würde Gera ein öffentliches Erholungsgebiet verlieren. Doch diese Debatte, und das muss auch deutlich gesagt werden, hat sich lang genug durch die selbstorganisierte Sprachlosigkeit derer verbreiten können, die das Schulbau- und Schulsanierungsprogramm gegen Widerstände in diesem Stadtrat durchgesetzt haben. Ich sage hier klar und deutlich, die Linke steht zu den Maßnahmen des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms in der Prioritätensetzung und in der Zielstellung für alle Schülerinnen und Schüler an Allgemeinbildenden und an Berufsschulen schnellstmöglich gute Lernbedingungen zu schaffen. Dafür müssen zusätzlich neue Wege gesucht werden, auch außerhalb der Möglichkeiten der Stadtverwaltung. Das geht umso schneller, je eher das Land die Lösung dieses Problems nicht nur als kommunale Aufgabe begreift, sondern als Standortfrage mit Thüringer Dimension, wenn wir beispielsweise an unsere Berufsschulstandorte denken. Völlig klar ist vor dem Hintergrund der notwendigen finanziellen Größenordnung für unser Schulbau- und Schulsanierungsprogramm, dass dies aus eigener städtischer Kraft nicht zu bewerkstelligen ist. Dann müsste dies in ein Dauerreparaturprogramm umgewandelt werden, weil die Zeitschiene so sehr gestreckt werden müsste, dass bevor wir am Ende sind, schon längst die Instandsetzung wieder beginnen müsste. Da ist es doch geradezu unverantwortlich, wenn uns von dieser Landesregierung erklärt wird, neue Kredite für Schulinvestitionen werden nicht genehmigt und wir darüber diskutieren sollen, dass uns der Verkauf des Stadtwaldes oder eine wie auch immer geartete Stiftung den Weg zur Schulsanierung ebnen soll. Das ist doch völlig absurd und zeigt nur, liebe Genossinnen und Genossen, hier stimmt das ganze System nicht. Und vor diesem Hintergrund habe ich so meine Zweifel, ob die Zusage von Fördermitteln zur Errichtung von Multifunktionsarenen in Jena und Erfurt, Stadionumbau darf man ja nicht mal mehr sagen, wirklich der Abwägung von Prioritäten entsprungen ist oder ob dies wieder nur Zeugnis über die Ungleichbehandlung der Thüringer Oberzentren oder um es schärfer zu formulieren, die fortgesetzte Benachteiligung der Stadt Gera auch durch die aktuelle schwarz-rote Landesregierung ist. Ich habe da wirklich meine Zweifel. Hier wie für andere Themen gilt nachdrücklich, nur wenn wir kontinuierlich direkt im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern sind, wenn wir vor wichtigen kommunalen Entscheidungen der Einwohnerschaft eine Diskussionsmöglichkeit eröffnen, können wir für unsere Lösungsvorschläge werben, Hinweise und Bedenken ernst nehmen. Mit dem Blick auf die jüngste Debatte zur Zukunft des Kommas muss jedem klar sein, dass vor öffentlichen Diskussionen über Strukturfragen zuallererst mit den unmittelbar Betroffenen, den Beschäftigten und mit den politischen Partnern gesprochen wird. Nur so können wir gemeinsam erstens die Effekte und die Art der Umsetzung solcher Entscheidungen bewerten, um sie dann mit den Einwohnern zu diskutieren und zweitens diese Entscheidungen in der öffentlichen Debatte mitvertreten. Der Weg der Bürgerbeteiligung muss jetzt bei diesen Fragen, die zum Kulturentwicklungsplan gehören, auch bei der Umsetzung des Bürgerhaushalts
Erarbeitung der integrierten Stadtentwicklungskonzeption und der integrierten Sozialplanung, bei der Fortschreibung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms und der Diskussion über eine Entwicklungskonzeption unserer Stadtwerke unbeirrt fortgesetzt werden. Da gibt es Potenziale, die wir für den Erfolg der von uns zu verantwortenden Kommunalpolitik noch viel stärker nutzen müssen. Und weil wir, liebe Genossinnen und Genossen, in einer sehr intensiven Diskussion sowohl innerparteilich als auch mit unseren politischen Partnern festgestellt haben, dass die Bilanz der gemeinsamen Arbeit der letzten Jahre nicht so gut ist, wie sie sein könnte. War klar, dass wir die verbleibenden Monate bis zum Wahltag noch intensiv nutzen müssen. Nicht, um Vorhaben zu erläutern, sondern um Ergebnisse zu produzieren. Wir haben uns deshalb mit dem Oberbürgermeister Dr. Norbert Vornehmen in einem Diskussionsprozess auch unter Beteiligung von SPD und Bündnis 90 Die Grünen auf folgende 8 konkrete Punkte verständigt, die bis zum Frühjahr 2012 realisiert werden sollen. Erstens, Schulbauprogramm. Das Schulbauprogramm hat auch künftig Priorität 1. Zur Diskussion über weitere Umsetzung des Programms soll im November 2011 eine öffentliche Podiumsdiskussion im offenen Kanal stattfinden. Dabei werden Ideen und Vorschläge von Eltern, Lehrern, Politikern diskutiert, die in die Arbeit des Stadtrats und der Verwaltung einfließen. Ziel ist es, jetzt den Prozess einer Anpassung des Stadtratsbeschlusses des Schulnetz- und Schulsanierungsplans zu intensivieren und mit den Betroffenen, den Schulkonferenzen über die Umsetzung ins Gespräch zu kommen und Lösungen zu suchen. Zweitens, Bürgerhaushalt, Haushalt 2012. Die Vereinbarung und Beschlüsse zum Bürgerhaushalt, niedergeschrieben in dem Stadtratsbeschluss vom 20. Januar diesen Jahres, werden durch den Haushalt 2012 finanziert untersetzt. Zugleich wird der Prozess der Haushaltsaufstellung 2012 Züge eines Bürgerhaushalts haben. Dieser Prozess, der wird also dieses Jahr noch ablaufen. Der OB wird unter der Einbeziehung des von ihm berufenen Arbeitskreises Bürgerhaushalt die Verwaltungsvorlage zum Haushalt unmittelbar nach deren Fertigstellung in einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung vorstellen und die Einwohner zur Mitarbeit einladen. In diesem Prozess der öffentlichen Diskussion zum Haushalt 2012 werden Vorschläge, Hinweise und Kritiken der Bürgerinnen und Bürger geprüft, zur Einarbeitung vorhin oder die Ablehnung begründet. Dieser Prozess wird auch im Internet dokumentiert. Drittens, sozialpolitische Konferenz, Einführung eines Sozialtickets. Statt ihrer veranstaltet, wenn möglich unter Mitwirkung des Sozialministeriums, noch 2011 eine Sozialkonferenz. Ich bin überzeugt, dass die Terminkoordination mit dem Sozialministerium schon in Arbeit ist. Bei dieser Konferenz sollen die aktuelle soziale Situation in Gera, auch mit Blick auf die Ergebnisse des Sozialstrukturatlasses der Landesregierung und die Konsequenzen für die Kommunalpolitik im Mittelpunkt stehen. Zudem wird der Oberbürgermeister auf dieser Konferenz den Zeitplan für die Erarbeitung der integrierten Sozialplanung bekannt geben und zur Mitarbeit aufrufen. Aufgrund der Brisanz der sozialen Anforderungen in unserer Stadt wird auf dieser Konferenz eine ständige städtische Konferenz zur Armutsproblematik unter Schirmherrschaft unseres Oberbürgermeisters ins Leben gerufen. Die Arbeit der Akteure in diesem Bereich inklusive Stadtverwaltung vernetzt und mindestens einmal im Jahr zur Abstimmung und zum Erfahrungsaustausch zusammentritt. Als eine konkrete kommunale Maßnahme sieht der Oberbürgermeister die Einführung eines Sozialtickets an, die durch eine zeitlich befristete Testphase zur Bedarfsfeststellung vorbereitet werden soll. Detailfragen dazu werden durch eine gesonderte Arbeitsgruppe unter Leitung des Oberbürgermeisters bis Oktober 2011 geklärt. Viertens, Sozialwirtschaftskonferenz. Die Stadt führt im ersten Quartal 2012 eine Sozialwirtschaftskonferenz durch, für die der Oberbürgermeister die Schirmherrschaft trägt und an der die Sozialministerin teilnehmen soll. Fünftens, Wirtschaftskraft Gera, Zukunft der Stadtwerke. Die Wirtschaftskraft unserer Stadt wird durch Standortfaktoren wie zum Beispiel die Infrastruktur beeinflusst. Wir brauchen die Elektrifizierung und den zweigleisigen Ausbau der Mitte-Deutschland-Verbindung für einen Bahnfernverkehr in Gera. Für deren Realisierung wird öffentlich Druck auf die Entscheidungsträger im Bund und Land organisiert. Um den Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft und Gewerkschaften in Gera zu organisieren, wird der Oberbürgermeister im vierten Quartal 2011 eine Steuerungsgruppe zur Koordinierung der Aktivitäten zur wirtschaftlichen Entwicklung einberufen. Einfluss auf die Entwicklung der Wirtschaftskraft wird auch über starke Stadtwerke zur Sicherung der Daseinsvorsorge gewährleistet. Deshalb muss jetzt ein Diskussionsprozess über die Entwicklungskonzeption der Stadtwerke verstärkt geführt werden. Dazu ist es erforderlich, die vorliegenden konzeptionellen Überlegungen zusammen mit den Aufsichtsräten und Betriebsräten weiterzuentwickeln, bevor hierzu möglichst noch im kommenden Frühjahr eine öffentliche Diskussionsveranstaltung unter Mitwirkung des Oberbürgermeisters stattfindet. Sechstens, integriertes Stadtentwicklungskonzept. Der Bedeutung entsprechend wird für die Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts noch in diesem Jahr ein Arbeitskreis gebildet, in dem auch sachkundige Bürger mitarbeiten sollen. Die Beratungen dazu werden öffentlich angekündigt. Siebtens, das Freibad.
An der Errichtung eines Freibads halten wir gemeinsam fest. Baubeginn sollte nach Möglichkeit im kommenden Jahr sein. Achtens, Koordinierung, Beschlussvorbereitung. Um die Informationsflüsse sowie die Abstimmung zwischen uns zu wichtigen kommunalpolitischen Entscheidungen zu optimieren, wird gemeinsam die Diskussion von politischen Schwerpunkten vorbereitet, bevor diese in ein formelles Verfahren überführt werden. Dies betrifft auch Entscheidungen, die im Stadtrat nicht zu beschließen sind, jedoch zu erwartende gewichtige politische Außenwirkung haben. Mit der Realisierung, liebe Genossinnen und Genossen, all dieser Punkte muss noch mehr Verbindlichkeit in die Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister Einzug halten. Wir müssen uns im Klaren sein, dass wir einen Schub nach vorne brauchen, neu durchstarten müssen. Ein einfaches Weiter-so wird nicht ausreichen. Wir brauchen gegenseitig Verlässlichkeit und Vertrauen. Wir wissen wohl, dass Dr. Norbert Vornehm als Oberbürgermeister für alle Geherinnen und Geher Verantwortung trägt. Er wird jedoch von drei Parteien des linken Lagers, und den Lagerwahlkampf haben CDU, FDP und Arbeit für Gera diese Woche schon eröffnet, er wird jedoch von drei Parteien des linken Lagers politisch getragen. Und es ist kein Geheimnis, dass viele Bürgerinnen und Bürger von der Linken dennoch eine eigene Kandidatur erwarten und wir darüber auch diskutiert haben. Die Gremien unseres Stadtverbandes haben sich nach intensiver Analyse der Bilanz der letzten Jahre, der vereinbarten Schwerpunkte bis zum Frühjahr 2012 und der Einschätzung auch der politischen Konstellation in unserer Stadt mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, heute hier der gesamten Mitgliederversammlung folgenden Vorschlag zu unterbreiten. In der Erwartung, dass sich sowohl im Wahlprogramm des Oberbürgermeisters wie auch in seiner Arbeit in der kommenden Legislaturperiode die Handschrift der Linken klar erkennbar wiederfindet, wollen wir Dr. Norbert Vornehm zur Oberbürgermeisterwahl 2012 erneut unterstützen. Diese Entscheidung begründet sich auch aus dem vielfach geäußerten Wunsch aus unserer Mitgliedschaft, die bisherige Zusammenarbeit zwischen Linken, der SPD und Bündnis 90 Die Grünen zu vertiefen und damit deutliche Signale an die Landesebene für einen echten Politikwechsel in Thüringen zu senden. Dabei lassen wir uns als Linke von dem Grundsatz leiten, der an einem Material des Instituts der solidarischen Moderne bei der Untersuchung von Erfolgsbedingungen für die rot-rot-grüne Zusammenarbeit so prägnant formuliert wurde. Ich zitiere: Alle Beteiligten müssen in der Lage sein, die gemeinsame Politik auch als eigenen Erfolg verbuchen zu können. Manches Mal ist zwar ein Akteur mit bestimmten Projekten politisch einverstanden, wird durch sein Profil von den Wählerinnen für diese Politik jedoch nicht belohnt. Aus diesem Grund ist es für den Erfolg eines Bündnisses nötig, dass im Ergebnis die Handschrift aller Bündnispartner erkennbar wird. Die Zusammenarbeit braucht also zu einem gewissen Maß Zugeständnisse, auch unabhängig von Wählerstimmengewicht oder Verhandlungspositionen. Wenn dies am Ende eine Kooperation ermöglicht und damit die politischen Ziele aller Beteiligten unter den Mehrheitsverhältnissen bestmöglich umgesetzt werden können, ist dies auch im Sinne aller. Soweit das Zitat des Instituts der solidarischen Moderne. Und dies gilt umso mehr, je schwieriger die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Kommunalpolitik für die Menschen unserer Stadt werden. Liebe Genossinnen und Genossen, mit der anstehenden Neuwahl des Oberbürgermeisters im nächsten Jahr wird eine Entscheidung über die weitere Entwicklung unserer Stadt getroffen. Wir wollen als Linke unsere Stadt zu einer wirtschaftlich starken, sozial gerechten und solidarischen Bürgerkommune entwickeln. In den vergangenen Jahren konnten dafür in der Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister Dr. Norbert Vornehm, der SPD und Bündnis 90 Die Grünen Impulse gesetzt werden. Dennoch steht die Stadt Gera vor riesigen Herausforderungen. Dies betrifft nicht nur die Folgen des demografischen Wandels und der noch immer zu verzeichnenden Abwanderung junger Menschen, sondern insbesondere auch eine zunehmende Brisanz der sozialen Probleme unserer Einwohnerschaft, die unmittelbar mit strukturellen Defiziten in der Wirtschaftsentwicklung und der Finanzlage der Stadt verbunden sind. Trotz mancher Probleme und Defizite sieht die Linke aber die Chance, in Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister, der SPD und Bündnis 90 Die Grünen einer de facto Koalition des linken Lagers die positiven Entwicklungen unserer Stadt zu forcieren. Dies schließt eine neue Verbindlichkeit zur Umsetzung der getroffenen Absprachen unbedingt mit ein, was unmittelbare Voraussetzung für eine Zusammenarbeit mit Dr. Norbert Vornehm über die sechsjährige Wahlperiode ist. Für die inhaltliche Ausrichtung der Arbeit in den kommenden Jahren bis 2018 haben wir folgende Eckpunkte formuliert, die wir in einer Erklärung der Gesamtmitgliederversammlung auch zur Abstimmung stellen. Erstens, die Bürger unserer Stadt, ihre Erfahrungen und Gedanken sind aktiver als bisher in die Entscheidung über kommunale Anliegen einzubeziehen. Es wird erwartet,
dass der Oberbürgermeister die Bürgerinteressen insbesondere bei Entscheidungen über kommunales Eigentum und der Struktur der sozialen Einrichtungen sowie der jährlichen Haushaltsplanung zum Ausgangspunkt und Kriterium für die Entwicklung der Stadt Gera macht. Die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern durch den Oberbürgermeister ist zu verbessern und so zu gestalten, dass es den Bürgern möglich ist, Ziele und Entscheidungen vor ihrer Beschlussfassung nachzuvollziehen. Gleichzeitig sind nicht realisierbare Aufgaben und Ziele mit den jeweiligen Ursachen aufzuzeigen, dazu sind alle Kommunikationsmittel zu nutzen. Zweitens, hohe Arbeitslosigkeit, anhaltender Bevölkerungsrückgang, zumindest was die jüngeren Semester in unserer Stadt betrifft, von der Bundes- und Landesregierung betriebener Sozialabbau sowie die völlig unzureichende kommunale Finanzausstattung gefährden nachhaltig die Lebensqualität vieler Menschen in Gera. Es wird erwartet, dass sich der Oberbürgermeister aktiv für Maßnahmen einsetzt, die die Voraussetzungen für Investitionen verbessern, mehr gewerbliche Ansiedlungen ermöglichen und damit die Schaffung und die Erhaltung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen fördern. Wir treten für die Festigung und Weiterentwicklung eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors ein. Dafür erwarten wir vom Oberbürgermeister wirksame Initiativen, die die Handlungsspielräume der aktuellen Gesetzgebung in diesem Bereich umfänglich ausschöpfen. Drittens, junge Menschen müssen in Gera wieder eine Perspektive bekommen, damit dem Trend der Abwanderung entgegengetreten wird und unsere Stadt interessant für Zuzüge wird. Bildung und Ausbildung junger Menschen ist dabei eine der wichtigsten existenzsichernden Voraussetzungen für die Zukunft unserer Stadt in einem sich verschärfenden Standortwettbewerb um Fachkräfte. Deshalb erwarten wir vom Oberbürgermeister, dass neben der Umsetzung der Maßnahmen des Schul- und Schulsanierungsprogramms die Sicherung der Kinder- und Familienfreundlichkeit unserer Stadt hohe Priorität hat. Die Inanspruchnahme von städtischen Bildungsangeboten darf nicht an einer finanziellen Zugangshürde scheitern. Für eine nachhaltige Entwicklung, das ist viertens, unserer Stadt erwarten wir vom Oberbürgermeister, dass alle Strukturentscheidungen durch die Erarbeitung einer integrierten Stadtentwicklungskonzeption sowie einer integrierten Sozialplanung vorbereitet und begründet werden. Dabei ist eine bedarfsgerechte finanzielle Ausstattung des Jugendhilfeetats sowie der Bildungs- und Kultureinrichtungen Bedingungen für eine echte Chancengleichheit. Die in der Unterdix-Stadt Gera vorhandenen umfangreichen Potenziale in Kunst und Kultur sind zu erhalten und es sind Möglichkeiten, ihre weiteren Entfaltung zu erschließen. Fünftens. Bei allen finanziellen Problemen ist die Privatisierung oder Teilprivatisierung von Einrichtungen der kommunalen Daseinsvorsorge keine Option. Keine Option für eine nachhaltige Stadtentwicklung und das Stopfen von Haushaltslöchern. Auch zukünftigen Generationen muss der mit kommunalem Eigentum verbundene Handlungsspielraum erhalten bleiben. Die Stabilisierung der Entwicklung dieser Einrichtungen mit dem Ziel stabiler Tarife und Beiträge sowie wachsender wirtschaftlicher Leistungskraft ist Ziel eines Prozesses, den der Oberbürgermeister im engen Zusammenwirken mit den Beschäftigten und dem Stadtrat voranbringt. Und sechstens, vom Oberbürgermeister wird erwartet, dass er sich auch weiterhin an die Spitze aller Demokraten setzt, wenn es darum geht, rechtsextremistischen Kräften in unserer Stadt keine Chance der öffentlichen Verbreitung ihres Gedankenguts und der Entwicklung ihrer Strukturen zu geben. Die Umsetzung dieser Eckpunkte soll regelmäßig analysiert werden. Und deshalb gibt es den Vorschlag, von Seiten des Stadtvorstandes und der Stadtratsfraktion ein gemeinsames Gremium zu bilden, welches mindestens dreimal im Jahr den Stand der Realisierung dieses Beschlusses bewertet und Vorschläge zur weiteren Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister und den ihn tragenden Parteien erarbeitet. Dies verknüpft sich mit der Anforderung, dass von Stadtratsfraktion und Stadtvorstand, gegenüber der Arbeit des Oberbürgermeisters und damit der Verwaltung ein kritischeres und initiativreicheres Herangehen erwartet wird, welches die politischen Zielstellungen der Partei bei Beachtung der realen Möglichkeiten mehr herausarbeitet. Hier geht es also um unsere Profilschärfung. Die Realisierung dieser Punkte wird die Linke jährlich in einer gemeinsamen Diskussion mit dem Oberbürgermeister analysieren, wobei in der ersten Veranstaltung im kommenden Jahr auch die Abarbeitung des Haushaltsbegleitbeschlusses vom 6. Mai 2011 bewertet wird. Auf dieser Grundlage, liebe Genossinnen und Genossen, auf dieser Grundlage und für diese inhaltlichen Ziele wollen wir Oberbürgermeister Dr. Norbert Vornehm unterstützen und uns für einen erfolgreichen Wahlkampf engagieren. Wir gehen in diesen Wahlkampf, liebe Genossinnen und Genossen, wie wir bisher in alle Wahlkämpfe gegangen sind. Wir gehen in diesen Wahlkampf nicht mit der Überzeugung, dass es ein Spaziergang werden wird. Im Gegenteil, auch weil die gefühlte Stimmung in der Stadt als eher kritisch bis skeptisch einzuschätzen ist. Wir gehen in diesen Wahlkampf nicht in der Überzeugung, dass die veröffentlichte Meinung in den Medien unseren Wahlkampf befördert. Im Gegenteil,
wie der Blick in die Tageszeitung dieser Woche belegt. Aber wir gehen in diesen Wahlkampf, liebe Genossinnen und Genossen, mit der Überzeugung, dass wir auch diesen gewinnen können. Noch diesen gewinnen können. Die Konservativen in Gera haben mit der gemeinsamen Unterstützung der parteilosen OB-Kandidatin den Lagerwahlkampf eröffnet. Da sollten wir uns auch nicht täuschen lassen durch anderslautende Ansagen dieser Kandidatin, weil völlig klar ist, wenn die Mitgliederversammlung von Arbeit für Gera schon vor der Pressekonferenz große Zustimmung beschlossen hat, genauso wie die Kreisvorstände von CDU und FDP, dann waren das keine Zufälle. Nein, diese chronologische Abfolge und die Anwesenheit von Frau Schweinsburg zur Pressekonferenz sowie die öffentlichkeitswirksame Unterstützungserklärung durch die CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsidentin am gleichen Tag belegen, hier haben die Konservativen ein Wahlbündnis organisiert, was die Stimmen ihres Lagers bündeln soll. Umso mehr gilt es jetzt für den Oberbürgermeister und die drei Parteien, das linke Lager in unserer Stadt zu mobilisieren. Und dazu, liebe Genossinnen und Genossen, dazu, das ist meine feste Überzeugung, braucht es ganz konkrete Signale. Die von uns eingeforderte Änderung der Verwaltungspraxis bei der Kindergeldabzweigung wäre zum Beispiel ein solches Signal, Robert, ein starkes Signal. Und weil die Konservativen jetzt in Gera den Lagerwahlkampf führen wollen, müssen wir dort draußen bei den Leuten auf der Straße die Fragen sehr konkret diskutieren. Wir müssen sie fragen, glauben Sie, dass die Konservativen mit einer formal parteilosen Oberbürgermeisterin diese Stadt voranbringen können? Wir müssen sie fragen, wo waren denn die CDU-Spitzenpolitiker, die sich jetzt so laut für die parteilosen OB-Kandidaten engagieren, als es darum ging, die Entwicklung unserer Stadt in den vergangenen Jahren voranzubringen? Wo sind die versprochenen Fördermittel für die Radrennbahn geblieben? Was wurde gegen die fehlende Anbindung an den Bahnfernverkehr unternommen? Warum hat die CDU im Landkreis Greiz bis heute die Realisierung der Stadtbahnlinie 4 torpediert? Diese und weitere Fragen werden wir in dem anstehenden Wahlkampf zum Thema machen, weil wir nicht zulassen werden, dass dieser Wahlkampf wie der europäische Kulturdialog abläuft. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, damit es erst gar keine kritischen Nachfragen geben kann, an die zu Guttenbergs und Ackermanns für ihre falsche Politik gegen die Menschen in unserem Land. Den Wahlkampf, den wir machen, liebe Genossinnen und Genossen, da ist im Unterschied zum europäischen Kulturdialog eigenständige Zuladung unbedingt erwünscht, weil wir mit möglichst vielen Einwohnern unserer Stadt ins Gespräch kommen wollen. Wir werden Ihnen erklären, und das wird nicht immer einfach, warum wir uns heute so entscheiden und warum es wichtig ist, am 22. April zur Wahl zu gehen und die Stimme für diesen von uns getragenen Oberbürgermeister und unsere politischen Ziele abzugeben. Weil dieser Oberbürgermeister trotz aller finanziellen Schwierigkeiten die Spaltung in unserer Stadt als Problem für die Zukunftsperspektive, für unsere Zukunftsentwicklung erkannt hat und dieses Problem gemeinsam mit uns angehen wird. Dabei wird ihm die integrierte Sozialplanung ebenso helfen, wie die städtische ständische Armutskonferenz. Und auch die Mobilität der am meisten Benachteiligten will dieser Oberbürgermeister mit einem Sozialticket stärken, damit sie nicht abgekoppelt werden vom Leben in unserer Stadt. Dieser Oberbürgermeister, liebe Genossinnen und Genossen, will die Struktur der Jugendbildungs-, Sozial- und Sportangebote erhalten, weil er weiß, dass diese als weiche Standortfaktoren im Wettbewerb um junge Leute und Fachkräfte und damit Zukunftspotenziale oft das entscheidende Zünglein an der Waage sind. Dieser Oberbürgermeister steht mit uns zusammen auf der Heinrichsbrücke, wenn es darum geht, Gesicht gegen Nazis und deren Hasskonzert zu zeigen, auch wenn wir diese Veranstaltung in Zukunft besser ganz verhindern müssen. Und dieser Oberbürgermeister steht als gemeinsamer Kandidat des linken Lagers in dieser Stadt für unseren Anspruch als Linke, gesellschaftliche Kräfteverhältnisse im Ring, um eine andere Politik zu verschieben, damit in Thüringen in Zukunft auf erfolgreiche kommunale Koalitionen von Rot-Rot-Grün aufgebaut werden kann, wenn es darum geht, endlich einen Politikwechsel für das ganze Land zu erreichen. Dafür steht unser Vorschlag, liebe Genossinnen und Genossen, den ich euch heute hier im Namen des Stadtvorstandes zur Diskussion und Beschlussfassung inklusive der Erklärung der Mitgliederversammlung vorgestellt habe. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche uns eine konstruktive Debatte und ein überzeugendes Votum. Vielen Dank.